Ach, ich hoffe, ihr findet Programmieren auch so aufregend wie ich. Das ist doch wie Detektivspielen, oder? Wie komme ich dahin? Wer hat's gemacht? Wo geht's lang? Was ist passiert? Ach, herrlich, herrlich. Es gibt doch nichts Schöneres. So, Step 9 auf Step 10 kopiert und schon geht's weiter. Wir wollten ja nur ein bisschen Information von einem View-Controller zum nächsten übertragen. So, immerhin wissen wir jetzt schon sehr genau, wo unser Segway hinzeigt, und dann haben wir auch die Instanz des Orange View Controllers und dass er eben genau der richtige Segway war. Toll. So, jetzt gucken wir uns doch den Orange View Controller mal an. Was haben wir denn da drin? Ah, da haben wir doch unser Information Label drin, UI Label. Und da fällt uns doch was ein. Das hatten wir doch gleich im ersten oder zweiten Kapitel hier. Outlet von einem UI Label. Und dann konnte ich doch im View did load sagen, Hallo Frankie oder so. Weil sich ja der Text in so einem Label einfach setzen lässt. Okay, also Orange View Controller hat so ein Information Label. Und jetzt zeige ich euch zunächst einmal, wie es nicht geht. Aber man könnte ja so auf die Idee kommen, dass es vielleicht funktioniert irgendwie. Denn ich habe doch jetzt hier die Instanz des Orange View Controllers zur Verfügung. Kann ich dann auch sagen, lieber Orange View Controller, hast du ein Information Label? Jo, das ist ja toll. Liebers Information Label, ich setze deinen Text auf das, was bei mir im Information Text Field der Benutzer eingetippt hat. Das wäre doch genial, oder? Machen wir das doch. Ja, und dann sehen wir zunächst einmal, dass das nicht geht, und dann werde ich euch später erklären, warum. Ja, mal so richtig. Ach, ins offene Messer laufen. Super. Ich schreibe etwas. Hi. Und ich klicke den Orange View Button. Und bomm, kaputt, fatal error. Unexpectedly found nil while unwrapping an optional value. Huleyeses, was ist denn da passiert? Also, ihr seht, was dann passiert. Die App stürzt ab. Wir befinden uns mit einem, ja, mit so einem Bad Instruction Exception in unserem Quelltext. Hier tauchen merkwürdige Dinge auf. Ein sogenannter Stack Trace ist das. Alles ist kaputt. In so einem Fall keine Panik. Erstmal den Simulator stoppen und dann gerne wieder hier in unseren Projekt hineingehen. Ja, später ist so ein Stack Trace für uns wichtig, aber ne, flache Lernkurve, eins nach dem anderen. Wir wollen ja mal vorwärts kommen. Was ist passiert? Unexpectedly found nil. Gucken wir noch mal. Was ist denn los? View Controller View will appear. View did appear. View Controller prepare for sender. Unser Orange View Controller ist. Ja, wo ist denn der View did load von unserem orangen View Controller? Hatten wir doch gehabt, oder? View did load sollte auch ausgegeben werden. Ist aber hier nicht zu finden. Aha. Wenn wir also hier von unserem View Controller über unseren Segway auf unseren orangen View Controller zugreifen und gleich sagen, du, dein Information Label, setz mal den Text auf den Text in unserem Textfield, dann ist Folgendes, unser Information Label ist noch nicht da. Wir haben eine sogenannte Null Pointer Exception. Warum? Weil View did load noch nicht gerufen wurde. Der View ist noch gar nicht richtig geladen aus dem Storyboard und hat die Outlets noch gar nicht verknüpft. Ja, und in dem Moment, wenn die nicht verknüpft sind, ist tatsächlich dieses Information Label nil. Es ist noch nicht da, ja. Es ist hier sogar ja eigentlich schade von Apple. Da gibt es viele Diskussionen.
warum denn dann hier gesagt wird, Information Label ist ein Outlet vom Typ UI Label, aber eigentlich ein optionales, ja, kann da sein, muss aber nicht. Aber durch dieses Ausrufezeichen wird es zu einem, Achtung, super sexy, implicit unwrapped optional. Wow, nee, Leute, ich schwebe nicht, ich bin immer noch mit beiden Füßen auf dem Boden. Ist ein Thema, was wirklich spannend ist in Swift, dieses Thema mit den Optionals. Eigentlich, ja, also unser Information Label kann da sein oder nicht. Es ist optional. Aber hier sagt Apple durch das Ausrufezeichen, lieber Entwickler, wann immer du auf das Information Label zugreifst, sei dir sicher, es ist da. So. Und jetzt sehen wir aber genau, dass dieses Versprechen Apple gar nicht halten kann. Ich habe einen Orange View Controller, also will ich auf das Information Label zugreifen, den Text setzen, krabumm, geht nicht, weil es ist eben nicht da, unser Information Label. Hätte jetzt Apple gesagt, unsere Outlets, die machen wir als echtes Optional, und ich mache das mal mit so einem Fragezeichen dahinter, und wir würden dann versuchen, unseren Quelltext zu kompilieren, dann kriegen wir einen Fehler. Und zwar wo? An der Stelle, wo ich auf das Information Label zugreifen will. Ja, hier taucht nämlich jetzt auf, lieber Entwickler, Information Label ist eigentlich ein Optional und du hast das noch gar nicht ausgepackt, dein tolles Geschenk, dein Information Label. Und dann könnte es sein, dass das nil ist zur Laufzeit, aber du greifst schon mal auf den Text zu und dann könnte es ganz übel krachen. Also, jetzt haben wir kein implicit unwrapped optional mehr, nicht implizit ausgepackt, und zwar immer, wenn ich drauf zugreife, sondern jetzt haben wir ein echtes optional hier in unserem Orange View Controller, so wie die Sprache designed ist. Ja, Information Label ist vom Typ UI Label, kann aber auch nil sein, weil es ist erst dann gefüllt, wenn der View sauber geladen wurde. So, und dann habe ich jetzt hier natürlich die Möglichkeit, meinen Text auch zu ändern, dass ich sage, okay, wenn ich denn so ein Information Label hätte, Fragezeichen, dann, was? Ja, und dann wird einfach neu kompiliert und dann läuft es. Sorry, hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht, dass die Fehlermeldung da noch stand. Also, wenn ich denn ein Information Label habe, dann würde ich gerne den Text auf einen bestimmten Wert setzen. So, und ich muss hier also extra schreiben, Information Label Fragezeichen. Wenn es dich gibt, dann setze deinen Text. Wenn es dich nicht gibt, wird das hier, was hier steht, gar nicht ausgeführt. So, zumindest sollten wir jetzt den Crash vermeiden, aber vermutlich wird die Anwendung noch nicht richtig laufen. Sie kommt nach vorne, hier ist unsere Information, hi, wir drücken Orange View, okay, der Screen kommt, die App läuft weiter, hier steht aber nichts von wegen hi, und ich komme wieder zurück und dann steht's halt wieder da. Also, die App ist nicht mehr gecrashed, weil Information Label nicht da war, wir darauf geachtet haben und dann eben das hier nicht ausgeführt haben. So, nun ist es aber so, dass Apple nun mal das nicht auf diese Art und Weise gelöst hat. Apple hat gesagt, wenn ich so ein Outlet habe, dann ist das Ding auch immer da und dann verlass dich bitte da drauf, lieber Entwickler. Implicit unwrapped optional. Ich kann natürlich als vorsichtiger Entwickler immer noch sagen, okay, dann muss ich aber auch mal schauen, dass ich prüfe, ob denn der Wert gesetzt ist. Aber mit diesem Zugriff
geht es eben nicht mehr. Und damit das Video sich nicht in epische Breite ausdehnt, es ist nun mal hier einiges zu erklären gewesen, lassen wir damit den Schritt sein und machen im nächsten Video schon weiter.